Moin, liebe Top-Familie da draußen und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einem The Voice of Germany Video. Ich sitze hier wieder am PC, ich bewerte wieder die Auftritte und ja, es war eine tolle Blind Audition. Viele gute Auftritte waren mit dabei, ein paar solide, ein paar vielleicht nicht so gute. Wenn ihr die Show gesehen habt, auf jeden Fall hier wieder mit kommentieren, welche Auftritte euch gefallen haben, bei welchen Auftritten hättet ihr euch umgedreht. Ja, und für die, die es noch nicht gesehen haben, ihr könnt die einzelnen Auftritte auf The Voice eben nachschauen. Einzeln ist unten in der Beschreibung verlinkt. Ansonsten auch auf jeden Fall die aktuellste Folge, zumindest heute noch, ich weiß nicht, ob es auch immer für eine Woche gilt, auf Join. So, genug Werbung in diesem Sinne. Wenn euch das Video jetzt schon gefällt, wisst ihr, was zu tun ist. Daumen nach oben da lassen, abonnieren, Glocke aktivieren. Ich freue mich auf eure Kommentare und auf eure Bewertung. Von daher, lasst uns anfangen. Und wir beginnen mit ihm hier. Mit Kevin Chop. Ich gucke hier lieber nochmal, weil eben musste ich meinen PC neu starten vor der Aufnahme. Und da war ich mir tatsächlich nicht sicher, ob jetzt alles gespeichert wurde. Wurde aber perfektamente. So, Kevin Chop hat gesungen Hold Me While You Wait von Louis Capaldi. Umgedreht haben sich Mark und Ray, also er ist auf jeden Fall weiter. Ich finde, er hat ein tiefes Timbre, wirklich eine sehr tiefe Stimme. Und hat die Töne echt gut gehalten. Emotional gesungen, manchmal nicht kontrolliert genug. Dennoch muss ich zugeben, hat mir der Auftritt gerade auch von der emotionalen Seite echt gefallen, weswegen ich, glaube ich, auch für ihn gedrückt hätte. So knapp eher positiv für ihn hätte ich mich entschieden. Seine Stimmfarbe ist sehr interessant. Ich bin gespannt, gerade wenn dann so bei Team Ray, da ist er hingegangen, das heißt, Nummer 5 für Ray. Was er dann nochmal aus der Stimme rausholt, sei es nun in den hohen Tönen, aber auch in den Tiefen, können interessant werden. Es müssen passende Lieder kommen und dann kann es auch was werden. Deswegen. Aber war auf jeden Fall ein guter Auftakt für die Show. So. Hab mich gerade gewundert, warum geht das Bild nicht weg? Aber wir haben heute auch eine Besonderheit, dazu kommen wir noch später. Nächster Auftritt, da haben wir ihn hier. Sid Bader. Und kann man ganz eindeutig sagen, alle hätten sich umgedreht, die vier Coaches haben sich umgedreht, ich hätte mich umgedreht. Er hat gesungen I Wanna Be Like You von Luis Prima. Wir kennen das Lied aus Das Dschungelbuch, also zu Deutsch Ich wäre gern wie du. Ich muss zugeben, als ich seine Stimme gehört habe, musste ich an die von, ich habe extra den Namen nur aufgeschrieben, von Damiano David denken. An den Frontsänger von Maneskin. Oder Maneskin. Ich weiß nie immer, wie ich die richtig aussprechen soll. Ich sage immer Maneskin oder Maneskin. Mal sage ich das, mal das. Cooler Auftritt, wirklich lässig. Mit auch einer gewissen Ruhe irgendwie in sich selbst. Er hat vor allem auch, obwohl das hier keine Ballade oder irgendwas in dem Sinne ist, finde ich, hat er das Lied irgendwie gut rübergebracht, sowohl vom Spaßfaktor, aber auch natürlich von einem guten, kontrollierten Singen. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen, weswegen sich alle auch hier umgedreht hätten. Ja, das war er. Kommen wir als nächstes zu ihr, zu Martina Frank. Stimmt, ich habe das Alter jetzt gar nicht gesagt. Soll ich es ab jetzt machen? Ich mach's. Martina Frank, 65. Hat das Lied König von Deutschland gesungen, von Rio Reiser. Wer kennt das Lied nicht? Also zumindest ein Klassiker. Ich weiß jetzt nicht, ob das direkt Neue Deutsche Welle ist. Könnte auch etwas davor sein. Bin mir das von der Zeit nicht sicher. Auch hier sind wir uns alle einig, also die Coaches und ich. Ich hätte mich nicht umgedreht. Das Problem ist,
Die Stimme war frech, die Stimme hatte irgendwie was. Das Problem, finde ich, ist eher das Lied. Ich finde, es gibt gute Lieder für ein Casting, es gibt aber auch schlechte Lieder für ein Casting. Und König von Deutschland finde ich, auch wenn man das dann irgendwie in einer Rocknummer oder irgendwie so singt, es passt für mich nicht irgendwie in eine Castingshow, gerade jetzt bei The Voice explizit zu den Blind Auditions. Da würde ich irgendwie ein Lied singen. Oh, sorry. Womit ich mit meiner Stimme glänze. Wo ich ein bisschen was aus meiner Stimme rausholen kann. König von Deutschland ist da für mich kein passendes Lied. Das heißt, das ist natürlich der Punkt, der eher auch so mit dagegen spricht. Wenn ich schon ein deutsches Lied singe, hätte ich vielleicht Münchner Freiheit oder so genommen. Wie Ohne dich oder irgendwie so. Weil da kann man zumindest auch noch so sowohl Rock als auch vielleicht in eine Emotionalität raushören. Aber da, ja, da ein bisschen was auch beim Auftritt gefehlt, deswegen leider hier nicht umgedreht. Als nächstes kommen wir zu ihr, zu Leona Shiyaku. Ja, genau, Shiyaku hat das Lied Traitor von Olivia Rodrigo gesungen. Ist 19 Jahre jung. Oder jemand Junges. Und, was ist denn gerade los mit mir? Es tut mir sehr leid. Wie gesagt, das ist die Traitor von Olivia Rodrigo gesungen. Umgedreht haben sich tatsächlich Mark, Peter und Ray. Und sie ist zu Peter gegangen. Jedenfalls, stimmt, ich habe das vorhin vergessen. Bei Sid, da hat sie, hat er sich, haben sich ja alle umgedreht und er ist zu Mark gegangen. Also zu, nochmal ganz kurz, zu ihm hier. Nochmal, dass ihr Bescheid wisst. So. Jedenfalls, Mark, Peter, Ray haben sich umgedreht. Für Peter hat sie sich entschieden. Also das Ding ist, mir hat da irgendwie was gefehlt. Ich weiß nicht, was es ist, ob es irgendwie eine Varietät in der Stimme ist. Die hohen Töne, die mir irgendwie nicht so ganz gefallen haben. Vielleicht auch so ein bisschen dieses Emotionale, was mir gefehlt hat. Es hat da irgendwie was gefehlt. Deswegen, ich hätte mich hier tatsächlich nicht umgedreht. Ja, bestimmt seht ihr es anders. Schreibt es sehr gerne in die Kommentare. Als nächstes kommen wir zu ihr, zu Carla Pollack. Hat das Lied gesungen Tainted Love von Imelda May in einer Rockversion. Ich finde, sie hat eine sehr interessante Stimmfarbe. Tiefe Stimme, die kraftvoll ist, aber auch so ein bisschen Soul mitbringt. Ich finde, sie hat das echt, echt gut gemacht. Ist 26, also genau wie ich, war ich ein bisschen sehr verwundert. Hat mir sehr gut gefallen. Ich hätte mich hier tatsächlich umgedreht, im Gegensatz zu den anderen. Keiner der Coaches hat sich umgedreht. Also ein Vierer Nein in dem Sinne. Kein Vierer Buzzer, weil sonst hätten sich alle umgedreht. Deswegen Gegenteil. Ich fand den Auftritt cool. Also vor allem ist dann interessant, immer so zu gucken, auch bei solchen Talents, wie weit kann es noch mit solchen Talents gehen? Können die noch eine andere Seite zeigen? Klar, sowas möchte man lieber in den Blind Auditions irgendwie schon erfahren. Ah, okay, der Typ ist vielleicht eher Rock oder Pop oder Rap oder balladenmäßig. Aber bei ihr finde ich, auch wenn sie jetzt so eine Rockversion gesungen hat, fände ich es bei ihr sehr interessant auch zu sehen mit ihren verschiedenen Stimmen und Stimmfarben, in welche Richtung es noch gehen kann. Deswegen mal gucken. Okay, machen wir weiter mit. Es tut mir echt leid. Machen wir weiter mit ihm hier. Mit Tammo Förster. Ist 19 Jahre jung. Und hat das Lied Imagine von John Legend gesungen. Ihr seht's. Ich sag's dir, wie es ist. Bei ihm würde ich das erste Mal sagen, Rotdiamant und Favorit auf den Titel. Von allen Kandidaten bislang absolut in dem Sinne mein Favorit mit. Ich finde, er hat das wunderschön gesungen. Wirklich wunderschön. Sehr gefühlvoll.
sehr für sich und als Botschaft. Er hat was Besonderes in der Stimme, wie damals, oh, jetzt muss ich überlegen, wie heißt er nochmal? Da müsste ich gucken. The Voice of Germany Gewinner. Wie Samuel Rösch, finde ich, hat er irgendwie auch was. Das war ja damals der Pastor. Finde ich, hat er irgendwie was. Muss ich zugeben, hat irgendwie was. Also deswegen, das ist ein Kandidat auf den Titel. Zu 100%, also für mich zumindest. Vielleicht habt ihr für euch schon so einen großen Kandidaten, wo ihr sagt, ey, der oder die kommt safe irgendwie bis in die Live-Shows. Schreibt mir schon mal ein bisschen langsam gerne den Namen rein. Vielleicht ja noch jemand aus der Show, der noch kommt. Der oder die noch kommt. Aber jedenfalls, wunderschöner Auftritt, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Mit ihm kann es, glaube ich, weit gehen. Er hat sich letztendlich für Team Ray entschieden. Und damit ist das Race Nummer 6. Machen wir weiter mit hier, mit Barry Bichotsky. Hat das Lied Rolling in the Deep von Adele gesungen? Keiner hat sich umgedreht. Ich muss zugeben, ich hätte mich auch nicht umgedreht. Das Ding ist, die Gesangparts waren für mich irgendwie zu laut geschrien. Es war ein bisschen zu sehr gedrückt, ein bisschen zu mehr gewollt, gerade zum Ende hin. Und das hat für mich so diesen Auftritt auch kaputt gemacht. Anstatt nochmal zu überlegen, während des Auftritts und alles Revue passieren zu lassen, okay, ich muss eher in diese Richtung gehen und nicht zu sehr drücken, sondern vielleicht jetzt mehr einen Ton halten oder ein bisschen mehr Emotion reinbringen. Hat mir da gefehlt. Deswegen, auch ich hätte mich hier nicht umgedreht, zumal man ja auch sagen muss, Adele bei einer Blindshow oder bei einer Blindshow zu singen, finde ich, ist auch hart. Deswegen, ja. Aber da kommen wir jetzt auch zu einem nächsten Auftritt, wo man das auch sagen kann. Nämlich zu ihr hier, zu Annie Oreseanu, 21 Jahre jung. Barry war auch eben 21 im Übrigen. Sie hat das Lied gesungen. I Will Always Love You von Whitney Houston. Wer singt das Lied in einer, nicht in einer Show, in einer Blind Audition? Eigentlich keiner. Ich weiß nicht, wann es, ich glaube in Deutschland noch nicht. In den USA, glaube ich, war das ja auch schon, aber ich glaube in Deutschland nicht. Ja. Das Ding ist tatsächlich, es haben nicht nur zwei umgedreht, nämlich Mark und Ray. Sie ist zu Mark gegangen. Finde ich sehr interessant. Damit Marks Nummer 4. Ich bin ehrlich, ich hätte mich genau wie Steff und Peter entschieden und hätte mich nicht umgedreht. Mich hat die Stimme irgendwie nicht überzeugt. Ich weiß nicht genau auch hier, was das ist, aber die Töne waren für mich nicht sauber getroffen. Es war fast gefühlt aus der Stimme heraus nur ein Ton. Ja gut, man darf ja nicht vergessen, man singt ja vielleicht auch eben nur in einem Ton vielleicht mal durchgängig. Aber wir haben da so ein bisschen diese Spielchen gefehlt manchmal von Höhen und Tiefen. Und irgendwie, keine Ahnung, irgendwie hat mich dieser Auftritt von ihr nicht gepackt. Es ist auch ein schwieriger Song, wie gesagt, darf man nicht vergessen, aber irgendwie, ja, hat das für mich nicht geklappt. Hat sich auch zum sechsten Mal beworben, jetzt hat es ja geklappt. Ist auch weitergekommen, also von daher mal gucken, wie weit es für sie geht. Ich bin sehr gespannt. Okay, machen wir weiter mit ihm hier, mit Jakob Linner. Hat das Lied Overpass Graffiti for the Children gesungen. Kurz und schmerzlos sage ich nein. Auch keiner der Coaches hat sich umgedreht. Ein paar Töne daneben, Kopfstimmen ein bisschen besser trainieren. Dann glaube ich, kann es vielleicht das nächste Jahr was werden. Eventuell. Aber dieses Jahr hat es sowohl für mich als auch für die Coaches eben nicht gereicht. Ja. Das war's zu Jakob.
Machen wir weiter mit. Habe ich mich versehen? Warte mal ganz kurz. Eins, zwei, drei. Nee, habe ich nicht. Machen wir weiter mit ihr hier. Ich muss sie gerade kurz gucken. Mit Renee Bludau. 20 Jahre jung. Hat das Lied gesungen. Better von Nico Santos und Lena Meyer-Landrut. Sie war 2015 bei The Voice Kids. Ich weiß nicht, wie weit sie gekommen ist. Hat mich jetzt nicht so interessiert. Alle haben sich umgedreht. Hat sich für Marc entschieden. Das heißt, Marc hat 5 Talent schon in seinem Team. Was ich nicht wusste, dass alle 18, glaube ich, waren es in diesem Jahr haben. Genau, Stefan hat das bei irgendeinem Auftritt gesagt. Ich dachte, es wären 17. Muss ich zugeben. Ich dachte, es wären 17. Aber okay. Jedenfalls, ich muss zugeben, mich hat tatsächlich die Stimme nicht so gepackt wie die der Coaches. Ich weiß nicht, was genau es ist, aber das Ding ist, von der Stimmfarbe her, glaube ich, hätte ich mir eher so einen Birdie-Song gewünscht. Skinny Love oder von mir aus People Help the People. Aber irgendwie hat es für mich nicht wie so ein Puzzle zusammengepasst. Eventuell singt sie noch mal so ein Rock-Pop-Lied. Ja, eben Better. Aber für mich passt das nicht und deswegen habe ich oder hätte ich in dem Fall nicht gedrückt. Okay, machen wir weiter mit ihr hier, mit Jessica Ostermeier, 35. Das Lied Enter Sandman von Lauren Babe. Ich glaube, Babe habe ich da geschrieben. Nee, Bubitsch, kann es sein, Bubitsch jetzt? Jetzt muss ich gucken, was habe ich denn da geschrieben? Wartet mal eben. Lauren. Und dann Barb. Okay, kann das sein, Lauren Barbitsch? Scheint wohl so. Scheint wohl so zu sein. Jedenfalls aber hat das Lied gesungen. Ich bin ehrlich, ich hätte mich nicht umgedreht, genau wie die Coaches. Man hat zwar nicht damit gerechnet, dass sie singt, aber so eine Rocknummer musst du besser singen, musst du kraftvoller singen. Und irgendwie hat es mit der Stimmfarbe und dem Lied gar nicht gepasst. Also wirklich gar nicht. Und deswegen hätte ich mich in dem Fall eben nicht für sie umgedreht. Ja, kommen wir zum vorletzten und das wäre er hier. Bastian Rauschmeier 33. Ja, hat das Lied von Herbert Grönemeyer Der Weg gesungen. Peter und Stefanie haben sich hier tatsächlich auch nur umgedreht. Finde ich sehr interessant. Ich muss zugeben, bis zum Ende habe ich es überlegt, hätte ich mich umgedreht. Ich habe hier ein Fragezeichen stehen, aber daneben ein Haken, also dass ich mich umgedreht hätte. Das Ding ist aber jetzt im Nachhinein, muss ich einen Daumen nach unten geben, weil es ist Grönemeyer und auch damals hat hier Samuel Rösch bei The Voice Der Weg gesungen. Und dieser Auftritt, obwohl er später war, war, finde ich, tausendmal besser als der. Deswegen hätte ich mich hier leider nicht für ihn entschieden, auch wenn es ein schöner Auftritt war. So ist es jetzt nicht, auch wenn es ein schöner Auftritt war, aber ja, leider hätte ich mich nicht umgedreht, obwohl er sehr sympathisch rüberkommt. Oder sehr sympathisch ist. Ich kenne ihn ja nicht persönlich, aber ich kann ja nur das sagen, was ich sehe und einschätze bei einem Menschen. So, und dann haben wir noch tatsächlich einen Auftritt. 13 gab es heute, nicht 12, 13. Dann haben wir nämlich sie hier. Und zwar Anja Beck Hart. Ist 55. Und Marc und Stefan sich bei ihrem Auftritt umgedreht. In I'm Telling You, I'm Not Going von Jennifer Hudson hat sie gesungen. Morgen, beziehungsweise sowohl heute in der Sendung als auch morgen beim Video,
Und ihre Tochter, die sich auch angemeldet hat, ich bin sehr gespannt. Ich muss dir ganz klar sagen, ich hätte mich auch umgedreht. Ich finde, sie hat eine Stimme wie von einem Broadway, als wenn sie daherkommt. Ja. Ansonsten habe ich ja tatsächlich nichts aufgeschrieben. Wundert mich. Doch, genau. Sie arbeitet ja in einer Schlachterei und Mark hat so Scherze gemacht, so von wegen, hast du gut irgendwie eingetütet oder da hast du den Song geschlachtet in dem Sinne und fertig gemacht. Fand ich schon sehr, sehr lustig. Ja, aber jedenfalls, ich hätte mich hier umgedreht. Ich bin sehr auf die Tochter gespannt, muss ich zugeben, wie sehr sie überzeugt. Ansonsten, meine Lieben, das war's. Ah ja, genau, sie hat sich für Team Mark entschieden. Das heißt, Mark hat tatsächlich jetzt schon 6 im Team. Zwei waren es vor dieser Show. Das heißt, 4 haben sich jetzt in dieser Show für Team Mark entschieden. Ja. Also, meine Lieben, wenn euch dieses Video hier gefallen hat, dann zeigt es sehr, sehr gern mit einem Daumen nach oben. Aber nicht vergessen, Glocke aktivieren. Was war euer Lieblingsauftritt? Seht ihr schon irgendwie einen vermeintlichen Sieger in dieser Staffel? Wenn ja, schreibt es in die Kommentare. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns morgen wieder und bis dann bleibt mir noch zu sagen, Anpfiff, ciao, liebe Top-Familie und liebe The Voice-Fans. Bis zum nächsten Mal, haut rein und tschüss.